Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Leider haben wir die Punkte dagelassen in Bielefeld. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war es ein faires Spiel von uns und war schön, sich mal wieder zu sehen und auch mal gegeneinander zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir kennen uns in- und auswendig mittlerweile und von daher geht man da schon anders in Zweikampf als bei Spielern, die man nicht so kennt. Und von daher, ja, hat Spaß gemacht. Naja, egal ist es vielleicht nicht ganz. Natürlich erinnert man sich immer an die Zeit zurück in Wiesbaden und es war eine tolle Zeit. Ich verstehe mich auch noch sehr gut mit ein paar Jungs und ist auf jeden Fall nochmal eine extra Motivation, gegen seine Ex-Mannschaftskollegen zu spielen und wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Na gut, ich sage immer wieder, das ist die dritte Liga. Die Liga ist unberechenbar, da kann jeder jeden schlagen. Und von daher steht auch, glaube ich, die konstanteste Mannschaft im Moment oben mit Sandhausen, weil die einfach ihre Punkte konstant geholt haben. Und man sieht ja auch, wie eng es in der Liga ist. Und da muss man sich einfach jedes Spiel voll konzentrieren über 90 Minuten, seine Leistung abrufen. Und dann am Ende von der Saison wird man sehen, wie man dann da in der dritten Liga bestanden hat oder bestehen konnte. Und das ist ganz wichtig für uns auch als mit Abstiegskandidat, denke ich, dass wir uns da jede Woche neu straffen und motivieren, dass wir da unsere Pünktchen holen. Ne? Auf jeden Fall in der Nacht vorher oder den Abend vorher schon darauf vorbereiten, dass man eben versucht, den Ball zu fordern, sich freizulaufen, die Pässe ordentlich zu spielen. Ich denke, das sind so die Grundlagen, die man haben muss, um ins Spiel zu kommen. Dann noch die Zweikämpfe gewinnen und wenn das alles passt mit den ersten, in der ersten Viertelstunde, denke ich, dann kommt alles andere von alleine, dann läuft das Spiel und man kann es gut lesen und dann macht man vielleicht auch das eine oder andere Tor. Ehrlich gesagt habe ich kaum Zeit dafür. Ich freue mich, wenn wir Urlaub haben und wenn ich endlich nach Hause kann zur Familie. Allerdings ist es natürlich so, dass hier schon auch ein schöner Weihnachtsmarkt ist in Potsdam und in Babelsberg sicherlich auch sehr schön geschmückt wurde und von daher freut man sich auf jeden Fall auf die Weihnachtszeit und auf die Vorfreude auf Heiligabend und endlich mit seiner Familie feiern zu können, ist groß. Ja.